Die Besten der Besten. Es gibt 27 Karten und alle sind heiß drauf. Alle wollen es. Aber ich will es am meisten. 6.30 Uhr ging es los. Da hat der Tag für mich angefangen. An Tag X direkt auf die Waage. Formfotos geschossen für Manu, damit er erstmal aktuelle Aufnahmen von mir hat und weiß, was abgeht. Der bekommt schon mal immer jeden Morgen von mir das Gewicht nüchtern. Und dann gibt es hinterher noch Fotos, damit wir die Situation immer wirklich individuell anpassen können. Und auf geht's. Dann hatte ich sowieso ja den Plan für den Wettkampftag schon bekommen, wie ich mich trinktechnisch, wie ich mich essenstechnisch zu verhalten habe. Hieß dann für mich einfach Taschen packen, also quasi die Matte mitnehmen, alles was wir an Equipment brauchen für den Wettkampf. Dann habe ich mein Frühstück zubereitet. Es gab Reis, es gab Eier, es gab Butter. Bisschen Salz, Tasse Kaffee, Multivitaminkapseln soll ich einnehmen und Magnesium. Nach dem Kaffee war dann auch erstmal Trinkstopp für mich. Also ich habe nicht mehr viel trinken können, dürfen, sollen. Und dann sind wir eigentlich auch losgefahren, weil wir um 8.30 Uhr das Training vereinbart hatten, da vor Ort. Wir wollten einfach nicht unter Zeitdruck kommen, dass wir das Ganze auch natürlich rechtzeitig schaffen und ich danach einfach chillen kann, Füße hochmachen kann, mich entspannen kann backstage und mich auf den Wettkampf mental wie körperlich vorbereiten kann. Ja, es wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Ich erzähle euch jetzt mein State of Mind. Bin leicht genervt, weil das schon wieder ein bisschen alles hektisch abläuft. Mal 10, mal 11, mal 12. Man weiß jetzt nicht wirklich genau, was abgehen wird, wann wir dran sind. Aber ich versuche mich zu sammeln. Bin, denke ich, jetzt in maximal einer Stunde, hat er gesagt, dran. Essen soll ich nicht mehr. Also ich bin, wie gesagt, ganz strikt im Kontakt mit Manu. Er schreibt mir alle paar Sekunden zurück. Jansu hat sich die ganze Zeit um mich gekümmert. Sie hat sich komplett den ganzen Tag um die Organisation bemüht, dass sie einfach schaut und die ganzen Leute nervt und befragt, wann ich dran bin, wann meine Klasse dran ist, damit ich halt wirklich nichts verpasse, weil wir in der Vergangenheit einfach eine schlechte Erfahrung damit gemacht hatten in Alicante. Mein Job war das dann einfach nur zu ruhen, backstage mich etwas aufzupumpen. Nach dem Aufpumpen wurden wir in mehrere Gruppen aufgeteilt. Wir waren in der Kategorie bis zu 90 Kilo. Es verlief nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kam nicht ins Finale. Ich war wahrscheinlich auf Platz 6 oder 7. Die Scorecards habe ich mir noch nicht angeschaut, konnte ich mir noch nicht anschauen, weil die Enttäuschung einfach zu riesig war danach. Enttäuscht? Definitiv. Definitiv wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Bin hierher mit Ambitionen gekommen, um zu gewinnen, die Klasse zumindest zu gewinnen und zu holen. Aber es geht für mich weiter, es ist noch nicht vorbei. Wir haben alles analysiert mit Manu. Dieses Mal hat es, wie gesagt, nicht gereicht. Wir haben aber trotzdem meinerseits alles gegeben. Die Reise geht weiter. Seid gespannt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.